12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Wir begrüßen euch zu einer neuen Interview-Ausgabe des Countdown-Podcasts. Hier ist wieder der Christopher und der Frank ist auch da. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und wir reden heute mit Sebastian Marcoux. Der ist CEO von Bake in Space, einer Firma, die, wie schon der Name sagt, im Weltraum backen will und vornehmlich auf der ISS erstmal. Und ja, unsere erste Frage für unseren Gast: Wie kommt man dazu? Wie war dein Lebensweg bisher, dass du jetzt Brot im Weltraum backen willst? Ja, hallo erstmal. Hallo. Wie fing das an? Also ich habe vor 14 Jahren, 2003, angefangen als Trainee mal bei der ESA aus einem komplett raumfahrtfernen Thema Medieninformatik. Und dachte nie, dass ich im Raumfahrtumfeld irgendwann mal landen werde. Und habe dann bei der ESA erstmal im Bereich PR mit den Astronauten gearbeitet, im Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Und danach weiter nach Italien für 3 Jahre und da immer im Bereich, so ein bisschen neue Themen ausprobieren mit der ESA, den YouTube-Kanal damals angefangen bei ESA und auch verschiedene größere Events, Veranstaltungen, wo wir einfach neue Wege gegangen sind der Kommunikation. Und irgendwann hatte ich Lust, quasi mein eigenes Startup zu realisieren und tatsächlich im Bereich Kommunikationsdienstleistungen für die Raumfahrtindustrie, das ist die Design und Data GmbH. Und mit meinem Geschäftspartner Björn Brockmann haben wir halt verschiedene, sagen wir mal, innovative Projekte vorangestoßen, unter anderem auch die Cartoon-Serie für die Rosetta-Mission, die weltweit ziemlich ein großer Erfolg war. Und ja, und wir tummeln uns seit circa 2-3 Jahren jetzt im Thema Raumfahrt und Startups, vor allem seitdem ich die International Space University, das Space Studies Programm, besucht hatte bei denen. Das war in Montreal 2014 und da war ich ziemlich begeistert von dem, was in Nordamerika gerade passiert, und dachte, ey, in Europa, da müssen wir auch was machen. Und da haben wir das erste Startup Weekend Space in Bremen organisiert. 2014 war ja gerade die Zeit, als SpaceX groß wurde, beziehungsweise ernsthafte Aufmerksamkeit erregt hat. Genau. Und ja, unter anderem, also wir hatten dann auch Made in Space und andere Unternehmen kennengelernt und wir wollten auch in Europa was starten und da hatten wir dieses Startup Weekend Space 2015 in Bremen organisiert. Da kamen 80 Leute aus 18 Ländern nach Bremen und haben dann Raumfahrt-Startup-Ideen sich durchgearbeitet wie eine Art Hackathon. Davon sind einige heute noch aktiv. Seitdem wir uns mit diesem Thema beschäftigen, da haben wir noch diese Plattform Space Engineers gegründet. Und in dem Zusammenhang haben wir halt in unserem Umfeld mit verschiedenen Ingenieuren, kam einer von diesen Ingenieuren auf mich zu, der in Holland tätig ist, zurzeit dort lebt, ein deutscher Ingenieur, und der sagte, hey, ich backe zu Hause mein eigenes Brot, mir fehlt das gute heimatliche Brot, wäre das nicht eine coole Sache, wenn wir dafür den Alexander Gerst Brot auf der Raumstation backen würden? Dann haben wir uns quasi darüber Gedanken gemacht und eigentlich realisiert, dass da eigentlich viel mehr dahinter steckt, als jetzt nur die einzige Aktion, wie bei Lavazza damals, da jetzt Espresso zu machen, sondern dass hinter dem Gedanken Brot doch ein tiefer gehendes Thema ist. Ja, weil das Ganze hängt zusammen mit ein Stück Heimat. Ja, also wir haben als Menschen eine emotionale Bindung zu Brot.
Wir sind seitdem wir Ackerbau betreiben, da gab es schon früh primitive Brotsorten. Und das ist sozusagen der Start der Zivilisation, wie wir es auf der Erde kennen. Und Brot hängt immer in irgendeiner Form zusammen mit Lebensqualität. Und wenn man sich, ja, also wenn man einfach so durchspielt, wie im Englischen sagt man Breadwinner zum Beispiel, im Deutschen Brot- und Buttergeschäft. Im Französischen das Wort Freund, Copain, kommt aus dem Lateinischen, Companis, mit Brot, Compagnon auch. Also irgendwie ist Brot immer, steht irgendwie immer in Verbindung mit Wohlbefinden, mit Lebensqualität. Es hat sogar in die Bibel geschafft als unser täglich Brot im täglichen Gebet. Also irgendwie ist Brot ein ganz essentieller Bestandteil, damit es uns gut geht. Und wenn man sich das Leben auf der Raumstation anschaut, die Astronauten verbringen ja einige Zeit damit, immer zurück zur Erde zu gucken. Und in dieser befremdlichen Atmosphäre, die einfach, sag ich mal, wie ein längerer Campingaufenthalt, da nimmt man so ein paar Unannehmlichkeiten auf sich. Aber nachhaltig, wenn wir sozusagen weiter hinaus zum Mond und zum Mars wollen, dann brauchen wir doch etwas, was ein bisschen mehr an Heimat erinnert. Und da sehen wir die Antwort im Brot und sagen deshalb, Brot ist eigentlich das Sprungbrett, um tiefer ins All vorzudringen. Zumindest für die westliche Welt. Zumindest. Andere sind dann eher für Nudeln oder so zu begeistern. Ja, wobei wir haben jetzt uns sehr aktiv mit dem Thema Brot und Backindustrie auseinandergesetzt und das ist schon spannend, dass da auch in Asien das Brot mittlerweile angekommen ist. Also da ist eine der weltgrößten Bäckereien ist eine japanische, lustigerweise. Das wusste ich noch nicht, muss man mal schauen. Yamazaki oder Yamazaki, muss ich nochmal nachgucken, aber ja. Wird man finden, wenn es die weltgrößte ist, dann braucht man ja bloß danach zu googeln. Genau. Okay, du bist mehr so aus dem Startup-Marketing-Bereich gekommen. Die Idee kam von einem Ingenieur, der Brot zu Hause gebackt hat. Mich würde interessieren, also wie sieht euer Team aus? Habt ihr da auch ganz klassisch irgendwie jemanden, der also wirklich ein ausgebildeter Bäcker ist oder holt ihr euch die Expertise mehr aus dem wissenschaftlich-Ingenieurbereich? Also die Expertise geht in zwei Richtungen, vor allem ich sag mal, weil es unheimlich komplex ist, Brot zu backen im Weltall. Und das heißt, also zum einen brauchen wir die Expertise, um die Hardware zu entwickeln für die Raumstation. Und da arbeiten wir mit OHB und da haben wir sozusagen ein paar Ingenieure, die mit uns da zusammenarbeiten, die Hardware zu entwickeln. Da gehen wir gerade durch den ganzen Safety-Prozess bei der ESA durch und mit dem DLR. Und dann müssen wir auch die Brotseite bedienen, weil da müssen wir ein spezielles Brot entwickeln, auch wissenschaftlich fundiert, dass wir quasi ein krümelfreies oder krümelarmes Brot entwickeln, das langlebig ist, in einer bestimmten Art verpackt ist, dass sozusagen, dass sich da kein Schimmel entwickeln kann da drinnen, dass es mindestens 6 Monate gelagert werden kann bei Zimmertemperatur. Und dann trotzdem, wenn es dann gebacken ist, das Gefühl von Genuss wiedergibt, wie wir es quasi hier auf der Erde kennen. Ja, das große Problem ist, okay, Pumpernickel, es neigt etwas zum Schimmeln. Aber ich hatte erst mal so gedacht an Zwieback oder Knäckebrot, aber das krümelt so sehr. Genau. Also ich sag mal, der Grat ist ziemlich fein, auf dem wir da arbeiten. Und da haben wir jetzt als Partner gewonnen das TTZ Bremerhaven. Das ist ein Lebensmittelforschungsinstitut, die machen angewandte Forschung speziell für den Lebensmittelbereich und arbeiten da, sagen wir mal, klassisch mit der Industrie sehr eng zusammen, haben eine große Expertise im Brot- und Getreideforschung und da denken wir, haben wir eigentlich die richtigen Partner mit an Bord, um das Ganze zu realisieren. Das Schöne, was wir da drin noch sehen, ich sag mal, Brot ist eine deutsche Kernkompetenz, unter anderem mit Technologie. Und wenn man den Gedanken weiterspinnt jetzt mit Bremerhaven und OHB aus Bremen, da haben wir eigentlich wieder Hanse 2.0 und wir machen dann deutsches Brot weltallweit bekannt und legen da sozusagen die Grundlagen für die Zukunft der bemannten Raumfahrt durch diese deutsche Kernkompetenz Brot. Mhm. Ja.
Haben Sie sich eigentlich mal mit dem Kochen im Weltraum, also in der Umgebung allgemein auseinandergesetzt? Wir haben uns quasi mit den verschiedenen Einrichtungen, die es schon gibt, und die angeguckt. Also es gibt schon Food Warmer, wie die heißen, auch von der NASA-Seite, die bis zu 80 Grad warm werden. Aber wir wollen ja einen Umluftbackofen da oben installieren, der sagen wir in der Spitze 250 Grad Wärme als Umluft dann produzieren kann. Vielleicht nochmal, um ein bisschen mehr in die technischen Details reinzugehen. Es ist ja nicht so, als hätte man das nicht mit dem Brot schon mal versucht im Weltraum. Es gab ja den bekannten Vorfall von Gemini 3, als John Young illegalerweise ein Corned Beef Sandwich mitgebracht hat ins Weltall und dann kamen gleich die Probleme mit sich. Und zurzeit ist es ja so, dass man bei, ja, im, jetzt mal ganz weiten Bereich von Brot eher auf diese krümelfreien Tortillas setzt, wenn man da sein Mittagessen oder Abendessen macht auf der ISS. Was sind da die Technik, die Schwierigkeiten, worauf man achten muss? Vielleicht auch schon beim Teig. Also, der Frank meinte im Vorgespräch, ist auch ganz wichtig, was mit der Blasenbildung im Teig passiert. Also, damit das irgendwie fluffig und irgendwie schön aufgeht. Wie funktioniert das in Zero G? Habt ihr da euch schon irgendwie Gedanken gemacht? Gibt's da irgendwie, also, gibt's irgendwelche Besonderheiten, was so ein Weltraumbrot mitbringen muss, abgesehen davon, dass es nicht krümelt? Also die Besonderheiten, wie der Teig aufgehen wird, das sind alles Bestandteil der Forschung. Das können wir jetzt im Moment schwer vorhersagen, wie das Ganze aussehen wird. Also ich denke mal, wenn wir jetzt von Grund auf backen würden, was wir jetzt im ersten Prozess noch nicht vorhaben, wir werden erstmal einen vorgebackenen, also bis 60% vorgebackenen Teigling hochbringen. Oh, okay. Um sozusagen diesen Backprozess zu sehen, dass das funktioniert. Ja. Mhm. Sag mal, das langfristige Ziel von Bake in Space ist, diese Wertschöpfungskette vom Getreideanbau bis zum fertig gebackenen Brot im All nachzubilden. Und wie wir da rangehen, ist quasi, dass wir jetzt im ersten Schritt den Backofen hochbringen und dann versuchen, diesen Backprozess zu verstehen, dass das funktioniert. Wenn das funktioniert, würden wir dann sozusagen einen Schritt weiter vorgehen und dann da anfangen, sozusagen Mehl mit Wasser zu vermischen und das Ganze dann zu Teig zu formen. Und wenn das funktioniert, einen Schritt weiter vor, dann Mehl mahlen. Dann nächster Schritt wäre sozusagen das Getreide von der Pflanze zu trennen und dann weiter die Saatgut dann züchten und ernten. Also sozusagen den Vorgang Brotbacken reverse engineeren. Also man fängt mit dem Teigling an und arbeitet sich dann wirklich bis in die einzelnen Bestandteile immer weiter vor. Genau. Muss man sich den Teigling jetzt so ähnlich vorstellen wie im Supermarkt die vorgebackenen Brötchen, die man dort kaufen kann? Nicht ganz, der wird ein bisschen anders sein. Also nicht ganz so durchgebacken. Also im Supermarkt sind die, glaube ich, 97% vorgebacken. Und wir wollen, diesen Backprozess, wir wollen ja nicht nur aufwärmen, wir wollen tatsächlich backen und sozusagen dieses Backen zu Ende bringen da oben. Hängt damit zusammen, einerseits natürlich, wir haben einen sehr knappen Zeitplan mit der Mission von Alexander Gerst, wo wir gerade auf der nationalen Liste sind. Und andererseits gibt es noch ein paar Themen, die wir von der Safety-Seite noch bewerkstelligen müssen, bevor wir tatsächlich Teig da oben herstellen beziehungsweise rohen Teig da oben hinbringen würden. Hängt zum einen auch damit zusammen, dass Hefekulturen auch wieder ein sicherheitsrelevantes Thema für die Raumstation ist. Ja. Also man macht da jetzt kein Sauerteigbrot sozusagen. Das wäre tatsächlich das, was wir gerne anstreben da oben. Aber was ist jetzt so der Umfang des Experiments, was Alexander Gerst dann 2018 machen wird? Also wird er gleich alle Schritte machen oder erstmal nur den Teigling backen oder was ist da geplant? Erstmal den Teigling backen, dass wir den Backofen da oben installiert haben und dass das Ganze dann funktioniert. Und dann auf der Grundlage können wir dann weitere Forschung betreiben mit verschiedenen
Backmischungen, verschiedenen Teiglingen, verschiedenen Produkten sogar, um zu schauen, was täte dem Astronauten gut und würde ihm ein Stück Heimatgefühl geben, letztendlich da oben. Was habt ihr da für verschiedene Techniken, was den Ofen angeht, ausprobiert? Also im Moment reden wir über einen Umluftbackofen. Das scheint von der technischen Realisierung das, was am besten funktionieren würde. Wir hatten uns auch Gedanken gemacht, ob wir eventuell mit Mikrowelle arbeiten würden da oben. Mikrowelle hätte jetzt den Nachteil, dass dadurch, dass wir ja in einem REC-Modul sind mit anderen Gerätschaften drumherum, dass wir nicht unbedingt ausschließen können, dass eventuell elektromagnetische Strahlung die anderen Experimente drumherum beeinflussen würde. Ja. Bei dem Umluftbackofen haben wir die Möglichkeit, da also doch auf, sag ich mal, auf Nummer sicher zu gehen, dass sowas weniger Einfluss oder elektromagnetische Strahlung auf die anderen Geräte ausübt. Ja, wir hatten uns beim Vorgespräch drüber ein bisschen unterhalten, ob man da vielleicht Mikrowelle nimmt. Wäre das vom Backen her ein Sakrileg, eine Mikrowelle zu nehmen, oder? Das hat wieder Auswirkungen auf das Backgut. Also muss man das Backgut auch wieder so designen, dass es dann für die Mikrowelle funktioniert. Dass wir diesen schmalen Grat zwischen Knusprigkeit, aber nicht zu stark krümeln, trotzdem frische Gefühl. Also all diese Themen, die man so, wo man sich eigentlich keine Gedanken mehr drüber macht, wenn man zum Bäcker geht und sich dann seine frische Backwaren holt. Aber das sind tatsächlich Dinge, die werden komplett engineert. Ja, also wir finden den Prozess sehr spannend, gerade mit der TCZ Bremerhaven uns da auszutauschen. Wie muss dieses Backgut nicht nur quasi vom Inhalt designt sein, sondern wird es auch in der Folie gebacken zum Beispiel? Und was hätte das für Auswirkungen? Würde sich da Wasserkondensat lösen und wo geht dieses Kondensat hin? Wenn es im Beutel ist, dann muss der Beutel dann bestimmte Eigenschaften haben, damit sozusagen dieses Kondensat rausgeht. Ja? Oder wenn wir es ohne Beutel dann machen, dann muss der Ofen dann bestimmte Eigenschaften haben, damit dieses Kondensat aufgefangen wird. Das sind alles Dinge, die muss man quasi in diesem Designprozess für das richtige Backgut dann mitentwerfen. Und ja, das fängt beim Brötchen an und dann, ob es, sagen wir mal, wenn wir in eine Richtung gehen, dann kann es Mikrowelle sein, aber dann müssen wir Mikrowelle ausschließen, weil das Auswirkungen hat auf die anderen technischen Geräte und so weiter. Also bei jeder, sagen wir mal, jeder Weg hat so seine eigenen Tücken, die dann auch Auswirkungen haben von der Entwicklerseite und um das Ganze dann auch umzusetzen für die Raumstation. Ja, großes Thema ist natürlich auch die Schwerelosigkeit. Der Teigling, den kann man ja nicht einfach so frei rumschweben lassen. Ist ja auch muss ja auch ein Umluftofen sein, weil Konvektion im Weltall, in All beziehungsweise in Schwerelosigkeit gibt's ja eigentlich nicht. Mhm. Von daher muss man das irgendwie erzwingen. Genau. Muss das Brot dann letzten Endes irgendwo eingespannt werden, ne? Genau, also wir haben in unserem Design ist es so, dass die Brötchen, wir hatten erstmal an Spieße gedacht, aber die Spieße haben den Nachteil, dass wir zum Beispiel beim Aufspießen, dann würden sich sozusagen Teigreste lösen, die würden dann am Ende des Spießes sich wiederfinden. Das haben wir quasi in verschiedenen Versuchen dann bemerkt, die dann natürlich wie Krümel dann rumfliegen würden und eventuell, also wenn das vom Design her dann nicht richtig passt. Also es landet ja nicht einfach unten in der Schale wie beim Toaster, sondern es fliegt dann rum, könnte sich dann auf den Heizstäben dann verfangen, anfangen zu rauchen oder sogar zu brennen. Und das wäre natürlich das, was wir nicht wollen. Aber das sind alles Dinge, die wir im Vorhinein quasi lösen müssen technisch. Und wir werden das Ganze dann sozusagen einspannen. Wir haben zum einen, sag ich mal, die eine Idee ist tatsächlich, zwei Stäbe zu nutzen, die man so auseinanderzieht und dann würde man das Brötchen da drinnen einfangen und festklemmen. Andere Ideen gehen so in Richtung eine Art,
eine Art Haut, ja, die sozusagen metallische Haut oder wie eine Art Backpapier von der Struktur her, in dem das Ganze dann drinnen sitzen würde. Das sind alles Überlegungen, wo wir gerade dran sind. Mich würde interessieren, wie wird man denn als Experiment für so eine Mission ausgewählt? Also seid ihr zu ESA gegangen und habt euch beworben? Gibt es da so einen Call for Experiments oder wie seid ihr dazu gekommen? Also wir sind aufs DLR zugegangen, haben denen gesagt, hey, wir hätten da eine Idee für ein Experiment waren erstmal offen, sich das Ganze anzuhören. Und das, was fürs DLR dann natürlich interessant ist, ist, dass wir gesagt haben, also wir sind von vornherein, wir sind ein kommerzielles Experiment, also wir wollen keine Fördergelder von DLR oder ESA, dass die das dann sozusagen als Auftrag an uns machen, sondern wir wollen ja ein bisschen Impuls geben, Anstoß geben und auch dieses New Space-Thema in Europa quasi voranbringen. Es gibt ja in den USA mittlerweile mit NanoRacks vereinfachte Verfahren, um Experimente auf die Raumstation zu bringen. Und Europa ist da echt hat da noch ganz viel zu lernen. Und da sind wir gerade in diesem ganzen Prozess drin. Obwohl seit dem Ministerial da angeblich ein Drittel der Mittel für die ISS für kommerzielle Experimente zur Verfügung gestellt werden sollen. Mhm. Das heißt, dass die von DLR-Seite bzw. ESA-Seite dann der Flug und die Crewzeit bezahlt wird, um dann kommerzielle Projekte da oben zu realisieren. Wie finanziert ihr euch? Wir finanzieren uns in erster Linie durch Partner, die dann natürlich von zum einen vom Werbeeffekt quasi profitieren werden, aber zum anderen sich auch inhaltlich mit uns, mit dem Thema auseinandersetzen, dass die sozusagen mit ihrer Expertise da mit reingehen und da zum Beispiel bestimmte technische Lösungen, sei es von der Brotseite oder sei es von der Backofenseite, dass die mitwirken an dem Projekt. Also nicht nur von der Geldseite, sondern auch technologisch. Mhm. Und du hast schon gesagt, also nach diesem Experiment wollte dann halt über weitere Experimente auf der ISS wirklich den kompletten Backvorgang nachstellen. Ist das schon konkret? Also könnt ihr irgendwie schon sagen, okay, 2019 passiert das, 2020 wollen wir das anstreben? Oder ist das alles noch in der Schwebe? Das ist alles noch in Planung. Mhm. Wir zielen darauf hin, dass es wird noch eine deutsche Astronautenmission geben. Wahrscheinlich Matthias Maurer oder die Astronautin, das ist ja auch noch ein Thema. Mhm. Dass wir das Experiment bis dahin so weit ausgereift haben, dass wir dann mehrere Payloads dann hochfliegen würden. Aber bis dahin, also der Backofen wäre sozusagen der erste Schritt. Ja. Was mich noch interessiert, was für ein Brot wäre das? Wäre das so Schwarzbrot in die Richtung oder eher Weißbrot? Also wir sind jetzt gerade dabei, drei Langzeit-Lagerungsexperimente zu machen. Wir haben nämlich drei verschiedene Brotsorten. Also wir werden Brötchen backen da oben. Das eine ist ein Laugenbrötchen, das andere ein Hamburger Bun. Und das dritte war eine Semmel, quasi in Süddeutschland angeblich, die mögen die Brötchen ein bisschen weicher und in Norddeutschland doch ein bisschen krosser. Und die Semmel, die scheint ein bisschen weicher zu sein. Das heißt, da sind wir gerade dran, erstmal diese Langzeitstudie zu machen. Die werden in einer speziellen Verpackung dann sozusagen gelagert bei Raumtemperatur. Und dann werden wir uns die nach drei Monaten angucken und bestimmen, ob das der richtige Weg ist. Ja, also ich stelle mir vor allem dieses Laugenbrötchen interessant vor, weil das ja dann also es ist ja nochmal ein ganz anderes chemisches Umfeld, in dem dieses Laugenbrötchen sich bewegt, als eine normale Semmel. Also habt ihr da schon Erkenntnisse, wie sich diese Brotsorten unterscheiden, oder wartet ihr dann noch die Langzeitmission, den Langzeitlagerungstest ab?
Also das ist, da sind wir jetzt gerade dran. Also es hat jetzt oder beginnt jetzt gerade erst die Suche nach der richtigen, nach dem richtigen Brötchen. Also jeder Einzelne hat natürlich ihre eigenen Zusammensetzungen. Also wir müssen ja zum einen das Verfahren entwickeln, wie sozusagen dieses Raumfahrtbrötchen dann produziert wird, wie es inhaltlich zusammengesetzt ist, wie es gelagert wird, der Wassergehalt. Wir wollen es ja vorbacken. Das heißt also, dass sozusagen diese Verkleisterung der Stärke da schon passiert ist. Und dass wir das so verpacken, dass da sich kein Wasser drinne bilden kann und dann mikrobiologisch das dann anfängt zu schimmeln in der Verpackung. Also das ich sag mal, parallel geht's in verschiedene Richtungen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht bis zum September zur Spacetech Expo, dass wir da vielleicht schon was ausstellen können, was dem nahe käme. Wir hatten auch Überlegungen in Bezug auf, wie sieht das Raumfahrtbrötchen aus, in Form von, hat es eine bestimmte Form, also zum einfacheren Verstauen zum Beispiel, ist es quadratisch praktisch gut. Was dann auch spannend wäre, ich sag mal, wenn wir das Ganze dann von Bake in Space, wir werden ja mit den Partnern, mit denen wir dann zusammenkommen, das Ganze hoffentlich auch auf der Erde dann den Menschen nahe bringen, dass sie sozusagen auch Teil werden dieser Pionierleistung, die wir im Weltraum vorhaben. Ja. Und vielleicht gibt's dann das quadratische Weltraumbrötchen dann halt auch in der Bäckerei bei euch um die Ecke. Ja, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, weil es gibt ja irgendwie schon Weltraumeis und an Weltraum-Astronautennahrung, die man kaufen kann. Und da wäre ja so ein Weltraumbrötchen auch ganz cool. Was natürlich auch eine Idee wäre so eine Fladenform, also irgendwas Flaches. Das dürfte so vom Durchbacken her doch sehr viel leichter sein. Ja, also das sind alles verschiedene Ideen. Also im Moment geht's jetzt erstmal Richtung Brötchen, so wie man es kennt. Das nehmen wir jetzt sozusagen als Grundlage und dann wird es spannend zu sein. Also im September, denke ich mal, haben wir dann die Ergebnisse, wie das Ganze dann tatsächlich aussehen würde und könnte. Und ja, vielleicht, wenn ihr dann in der nächsten Sendung, dann vielleicht im September, könnt ihr dann die Weltraumbrötchen Probe testen. Ja, wo war die jetzt? Wo war die Ausstellung nochmal? Spacetech Expo in Bremen. Ja, davon habe ich schon mal gehört. Das ist halt für mich. Das ist maximal Tübingen, weit von uns beiden weg. Genau, aber mal schauen, vielleicht wird das ja was. Aber der Zeitplan sieht so aus, dass auf eurer Seite steht ja Payload Launch Juni 2018. Und dann wird das Experiment wahrscheinlich dann zwischen Juni und November stattfinden oder habt ihr da schon konkreten Termin bekommen? Nee, das hängt damit auch zusammen, dass die ganzen Increments gerade sich so ein bisschen verschieben. Es gab ja Probleme mit der Progress, glaube ich, war das. Und dann kommen noch die ganzen, sag ich mal, die Demo-Flüge von der NASA hinzu mit den Orions. Und da verschiebt sich gerade so einiges. Also es kann sein, dass sich die Mission von Alexander Gerst ein bisschen nach hinten verschiebt, was uns zugute käme. Aber wir haben schon gehört, dass wir wahrscheinlich im zweiten Increment Teil wären vom Alexander Gerst. Okay. Also wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten und das kriegt man ja dann mit, wenn da irgendwas Neues auf der ISS passiert. Ich erinnere mich noch an als sie das erste Mal ihren Salat geerntet haben und dann gegessen haben. Das war ja auch irgendwie ein Event und ich denke mal, dass das mit dem Brot dann ähnlich sein wird. Ja, also ich bin guter Dinge, dass wir es hinkriegen. Natürlich, der Zeitplan ist sehr knapp und ich sag mal, die Finanzierung, da sind wir gerade dabei. Also wir haben viele Hürden, die wir meistern müssen. Also ich hoffe, dass wir es schaffen für die Alexander-Gerst-Mission, aber natürlich ist, wenn es nicht ganz hinhaut, dann ist es dann etwas, was auf die nächste Mission dann geht. Mhm. Ja. Okay. Das findet dann in zwei Stufen statt. Erstmal muss ja der Ofen da hochgebracht werden, ne? Also der Ofen und das Backgut, wenn wir. Das wird in einem Flug dann gleich alles gemeinsam hochgebracht. Genau. Das ist aber auch die Problematik mit der Lagerung, weil wir wissen nicht ganz genau, wann das stattfinden wird.
Wir kriegen zwar einen sogenannten Late Access, das heißt für Essensprodukte gibt es immer diese Option mit Late Access, das heißt, man kann recht spät liefern zum Flug hin und könnte somit gewährleisten, dass das dann noch recht frisch ist, was wir dann da liefern. Vor allem, wie gesagt, also wir können, wenn wir es dann geliefert haben, wir wissen nicht ganz, wie es da gelagert wird und so weiter. Also es sind verschiedene Dinge, da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Und deshalb müssen wir dann sozusagen das in einem Guss hochliefern und hoffen, dass das Ganze dann gut ankommt. Wisst ihr schon, welche Rakete hier bekommen wird? Ob das ein Progress ist oder irgendwas von den Amerikanern oder? Das wird auf jeden Fall eine amerikanische Rakete sein. Okay. Bislang hieß es immer Cygnus. Mhm. Wäre die 10A, glaube ich, war die in Aussicht stand, aber da wurde auch wieder was bewegt. Aber wir wissen, dass da auf jeden Fall irgendwie ein Versorgungsflug da rein muss. Ja. Im Juni irgendwann. Ja. Dann, je nachdem, ob es dann SpaceX ist oder ULA, dann nehmen wir den Flug. Das macht jetzt wahrscheinlich auch nicht viel Unterschied, aber. Wer war das gleich? Das war nicht ULA. Jetzt komme ich selber nicht auf den Namen. Welchen meinst du? Von Cygnus. Orbital ATK. Genau, ja. Die Typen sind das. Ja, aber die wissen ja selber nicht, mit wem sie starten wollen. Das ist. Die haben da ihre eigenen Probleme nochmal. Ja, also ich muss sagen, ich bin seit 14 Jahren in der Raumfahrt tätig und dieser ganze Prozess selber ein Payload für die Raumstation zu entwickeln, unheimlich spannend, vor allem an dem Thema Brotbackofen. Etwas, was jeder bei sich zu Hause hat und dann zu merken, wow, das ist so kompliziert und komplex, sowas herzustellen und dann da hochzufliegen. Und deshalb, also ich freue mich, wenn wir dann diesen Flug live mal miterleben dürfen, hoffe ich, dass wir das dann können. Das wird ein richtig Riesenfreude-Gefühl sein, das Ding fliegen zu sehen. Vor allem dieser gesamte Geburtsprozess, um das Ganze in Gang zu bringen, das hat schon echt viel Kraft, Zeit und Energie gebraucht bis jetzt und es geht weiter. Drückt uns die Daumen. Ja, wollte ich gerade sagen, dann drücken wir die Daumen und bedanken uns herzlich für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, und vielleicht sprechen wir dann nächstes Jahr nochmal, wenn das dann alles hoffentlich durchgegangen ist. Ja, wir schicken euch dann gerne die ersten Weltraumbrötchen, wenn wir die Probeweise haben. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool, ja. Also, ja, unser erstes Pressemuster, was wir dann sozusagen bekommen würden. Okay, also dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jo, und wir wünschen euch viel Glück. Danke sehr. Ciao. Ciao. Tschüss.